But it's the Cy-Hawk game. I guess anything goes. Fred Hoiberg is still the mayor. Ich begrüße euch zur 5. Ausgabe von Ottos News Update. Ach, was mag ich dieses Format. Und heute erwarten euch unter anderem Nachrichten zu Cold War, EA wurde verurteilt und es wurden mal wieder einige Spiele verschoben. Ich wünsche euch viel Spaß. Otto, finde ich gut. Es wurden wieder fleißig Spiele verschoben. Cyberpunk 2077 wurde ein weiteres Mal verschoben, obwohl der Otto gesagt hat, es hat Goldstatus erreicht und erscheint auf jeden Fall am 19. November. Pustekuchen, es kommt erst am 10. Dezember. Besser gesagt, die Entwickler meinen, es kommt am 10. Dezember. Das glaube ich aber erst, wenn es soweit ist. Dass sich die Fans mittlerweile ein bisschen verarscht vorkommen, kann ich nachvollziehen. Dass die Entwickler aber sogar deshalb Morddrohungen erhalten haben, ist einfach nur zum Kotzen. Schauen wir mal, wann es kommt und ob es die riesigen Erwartungen erfüllen kann. Auch Ubisoft hat zwei Spiele verschoben, einmal Far Cry 6, das sollte im Februar kommen, und Rainbow Six Quarantäne. Das hat noch keinen festen Release-Termin, war aber für dieses Fiskaljahr angekündigt und das endet am 31. März. Beide Spiele sind jetzt grob für das folgende Fiskaljahr angekündigt, also zwischen April und September. Als Grund gibt Ubisoft an, dass die Covid-19-Pandemie zu den Verzögerungen geführt hat. Ja, was will man machen? Das passiert. Hier habe ich noch eine kleine Info für PlayStation VR-Besitzer. Sind ja leider nicht so viele. Wollt ihr euer Headset auch auf der PlayStation 5 nutzen, braucht ihr einen extra Adapter, damit die Kamera funktioniert. Den gibt es mittlerweile von Sony gratis. Alles, was ihr machen müsst, ist auf eine extra Website zu gehen, ich habe sie euch unten verlinkt. Dort müsst ihr die Seriennummer eures PlayStation VR-Geräts angeben. Wo bekommt ihr die her? Sag ich nicht. Nee, Quatsch, ich sag's natürlich. Die Seriennummer steht auf der Rückseite der Prozessorbox, die hat in der Regel 14 Ziffern. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr eine Mail und bald klingelt der Postbote. Am 13. November startet Call of Duty Cold War, wird aber nicht direkt in den Battle Royale Ableger Warzone integriert. Das passiert dann erst im Dezember. Interessant ist die Aussage, dass die Spieler dann frei zwischen den Lootouts mit Waffen aus beiden Spielen wählen dürfen. Viel mehr ist dazu noch nicht bekannt, ich bin super gespannt. Bekannt ist aber schon mal der Speicherbedarf. Wollt ihr Cold War in voller Pracht auf eurem PC genießen, könnt ihr mit knapp 250 GB rechnen. Damit dürften wir dann auch ungefähr auf den Konsolen rechnen. Das ist eine Ansage. Zum Glück können auch nur einzelne Teile in- bzw. auch deinstalliert werden. Laut einem niederländischen Gericht gelten die Lootboxen aus FIFA als Glücksspiel und müssen aus dem Spiel entfernt werden. Geschieht das nicht, muss das Unternehmen Electronic Arts 500.000 Euro Strafe zahlen. Pro Woche. EA geht, wen überrascht es, natürlich in Berufung. Auf Wünsche von Herren nehme ich normalerweise überhaupt gar keine Rücksicht. Lootboxen sind eine umstrittene Mechanik und gerade bei FIFA finde ich es persönlich nicht schlimm, wenn den Publishern in dieser Hinsicht ein wenig auf die Finger geklopft wird. Vor allem, wenn gezielt der jungen Generation das Geld aus den Taschen gezogen wird. In Japan wurde mal ein Automat entwickelt, bei dem man sich gegen die Maschine im Arm drücken messen konnte. Nachdem sich drei Spieler dabei den Arm gebrochen haben, Sanitäter! Wurden alle Automaten vom Markt genommen. Da hat wohl jemand vergessen, vor dem Spiel seine Kappe umzudrehen. Du darfst nicht aufgeben! YouTube ist ein hartes Pflaster, das habe ich in dem knappen halben Jahr, in dem ich jetzt aktiv bin, schnell gelernt. Kleine Kanäle haben es nicht leicht, Aufmerksamkeit zu bekommen ist unfassbar schwer und ich habe das Gefühl, dass jeder zweite YouTuber etwas im Gaming-Bereich macht. In diesem Sektor ist es also umso schwerer. Dann freut man sich natürlich über jegliche Unterstützung. Deshalb habe ich mir mal Folgendes überlegt. Jeden Monat stelle ich einen kleinen Kanal vor, der meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Das muss jetzt auch beileibe kein super duper Kanal sein. Das ist ein super super Spieler. Aber natürlich schon was bieten, damit ich sagen kann, ist ein Blick wert. Dafür gibt es dann von mir, Trommelwirbel, den goldenen Otto. Den Anfang machen wir heute mit dem Kanal Dead Whisper 911.
Der Gamer ist laut Kanalbeschreibung 25 Jahre alt, zum Zeitpunkt meiner Vorbereitung war er bei 71 Abonnenten. Er hat Spiele in seinem Repertoire, die voll meinen Geschmack treffen, beispielsweise Apex, Rainbow Six, Warzone, Fortnite und ich habe sogar The World War Z entdeckt. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass er ein Video gemacht hat, das er voll und ganz der Community gewidmet hat. Schöne Aktion, vor allen Dingen, wenn man noch so ein kleiner Kanal ist. Zu den Videos selbst. Dead Whisper 911 bearbeitet fleißig seine Videos und steckt da augenscheinlich eine Menge Arbeit rein. Er arbeitet mit verschiedenen Effekten und es kommt auch mal ein Einspieler. Und wer mich kennt, der weiß, ich mag Einspieler. Nein, doch. Oh. Ich habe mir auch ein paar Streams angeschaut und er hat eine sehr angenehme Stimme, aber was ich noch besser fand, einen angenehmen Wortschatz. Was meine ich damit? Naja, es besteht einfach nicht jedes zweite Wort aus Digger, Alter oder Ehrenmann. Versteht mich nicht falsch, diese Sprache gehört zur heutigen Jugend, ob es mir gefällt oder nicht, aber wenn wirklich gefühlt 5 Wörter von 7 aus einem Satz aus solchen Wörtern bestehen, dann muss ich einfach abschalten. Was mir noch ein bisschen auf seinem Kanal fehlt, ist eine klare Linie, vielleicht weiß er auch selber noch nicht genau, wohin die Reise gehen soll. Da ist natürlich Feedback von der Community eine feine Sache. Und somit geht der goldene Otto diesen Monat an Dead Whisper 911. Schaut bei ihm vorbei, wie habe ich vor kurzem gehört, lasst ein bisschen Liebe da, egal ob in Form von Abo, Like oder Kommi. Ich finde, der Junge hat echt Potenzial und bin gespannt, was wir in Zukunft von ihm erwarten können. Und das war's auch schon wieder. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war auch informativ. Wenn, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Schreibt eure Meinung zu den Nachrichten, aber auch zu dem Video in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ach so, und wenn ihr demnächst ein neues Spiel kaufen wollt, dann schaut mal bei Homicide84 vorbei. Unter seinen Videos findet ihr Links und zum Beispiel zu MMOGA, dann bekommt ihr noch zusätzlich Rabatte beim Spielekauf. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung.